Ja, Horst, nach fast 4 Wochen Vorbereitung ging es heute ins Trainingslager nach Bad Kreuznach, also der perfekte Zeitpunkt für ein Resümee. Die bisherigen Spiele können sich vom Ergebnis ja sehr gut sehen lassen. 2 Siege und 2 Unentschieden gegen höherklassige Gegner. Wie würdest du die Spiele und die Entwicklung der Mannschaft in diesen Spielen bisher beurteilen? Ja, ich glaube, bis auf das erste Spiel, wo wir nicht ganz so gut unterwegs waren, haben wir alle anderen Spiele danach wirklich gut gespielt, haben eine gute Organisation gehabt, wirklich eine schöne Struktur, Laufwege, die gerade in der Defensive sehr, sehr gut waren, zum Teil. Wir haben dann überwiegend auch unser altes System gespielt und da sind die Abläufe einfach dann schon auch drin, sodass es die Gegner schwer hatten, richtig vors Tor zu kommen. Wir haben selber nicht ganz so viele Chancen kreiert und daran wollen wir halt auch jetzt im Trainingslager noch arbeiten, dass wir da eben mehr Sprints ziehen können, um hinter die Kette zu kommen des Gegners, um Torchancen noch mehr zu erarbeiten. Aber grundsätzlich kann man sagen, mit den Spielen bin ich sehr zufrieden. So wie die Trainingseinheiten waren, bin ich auch überwiegend zufrieden. Wir hatten halt zu Beginn sehr viele Ausfälle immer wieder mit Corona oder Magen-Darm-Grippe oder da ein Wehwehchen. Und klar tun auch die Verletzungen der Jungs weh, die jetzt gerade fehlen. Insofern kann das noch ein bisschen besser werden. Und die Jungs, die jetzt pausiert haben, gerade zu Beginn in den ersten 1, 2 Wochen, die kommen jetzt so langsam ran und das Trainingslager wird sicherlich noch dazu führen, dass die deutlich fitter werden. Ja, das Trainingslager. Einige Trainingsschwerpunkte sind vermutlich größtenteils in den letzten Wochen schon abgeschlossen. Auf andere darf sich die Mannschaft sicherlich noch freuen. Welche Trainingsschwerpunkte haben du und dein Trainerteam bereits gesetzt und welche kommen noch? Natürlich jetzt auch vor allem hier im Trainingslager. Ja, viel hat natürlich mit athletischen Dingen zu tun, dass wir da wirklich weiterkommen, dass wir jede Trainingseinheit nutzen, um aber auch unser Anbieten freilaufen, immer wieder abzustimmen und alle in Bewegung zu bringen. Das ist wichtig. Wir haben das Anlaufen trainiert, auch mal in einem anderen System das Anlaufen trainiert, in der Raute trainiert. Das war noch nicht so gut, wie ich mir das gewünscht habe. Deshalb haben wir es auch in den Testspielen noch nicht umgesetzt. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Fitness für und dementsprechend wird das auch ein Thema noch bleiben, dass wir auch das Anlaufen in der Raute können. Dann wird es weiterhin Thema sein, dass wir hinter die Kette kommen, also tiefe Läufe machen werden. Wir werden aber auch mehr Richtung Zweikämpfe, Richtung Spritzigkeit kommen. Ja, dass wirklich die Ausdauereinheiten, die sind eher schon geschehen. Und jetzt geht es eher um Geschwindigkeit und Anzahl von Sprints, dass wir die erhöhen können. Das sind die Themen, die wir jetzt in der Vorbereitung haben. Und ja, Ballbehauptung, Durchsetzungsvermögen, das kommt jetzt, wo einfach viel Kraft gefordert ist. Und das ist nach 3,5 Wochen ist das möglich. Ja, unter einem Trainingslager im Profifußball kann sich vermutlich nicht jeder, der das Video sieht, etwas vorstellen. Nimm uns doch mal mit, wie ein Tag in einem Trainingslager der SVE aussieht und wie er sich von einer normalen Trainingswoche unterscheidet. Ja, es ist natürlich so, dass die Jungs Tag und Nacht mehr oder weniger zusammen sind. Sie sind in Zweierzimmern untergebracht. Der Abend wird wahrscheinlich genutzt, um miteinander zu spielen. Diverse Spiele werden gespielt. Ich habe gesehen, dass auch irgendwie eine Dartscheibe unterwegs ist. Also die Jungs treffen sich dann abends nach dem Essen, haben sie Feierabend, während das Trainerteam sich weiter Videos anschaut und über Inhalte und das Training spricht. Das wird so kommen. Wir sind jetzt 2 Wochen vor Meisterschaftsbeginn, deshalb ist das ein bisschen anderes Trainingslager als normalerweise, wo da doch viel mehr trainiert wird. Wir werden jetzt morgen zweimal trainieren, dann Mittwoch einmal, Donnerstag zweimal und Freitag ein Abschlusstraining machen, dass wir dann das Spiel am Samstag eben auch gut gestalten können. Frühstück ist bis 8:30, Mittagessen gibt es 13:00 und abends gibt es nochmal Essen. Also die Jungs werden gut verköstigt hier und kriegen auch ganz, ganz leckere Sachen. Und wir im Trainerteam haben natürlich das Problem, dass wir da auch vonbleiben müssen, weil sonst gehen wir runder raus, als wir reingekommen sind aus dem Trainingslager. Ja, du hast es angesprochen, in knapp 2 Wochen fällt bereits der Startschuss für die dritte Liga. Dabei gab es keinen großen Umbruch in der Mannschaft. Der Kern bleibt ja bestehen. Welchen Vorteil siehst du darin, mit einem größtenteils gleichbleibenden Kader in die neue Saison zu starten? Ja, es ist ein Vorteil, wie gesagt, wenn ich unser gewohntes System dann anbiete, dass wir das spielen wollen, dann sind relativ schnell die Abläufe klar. Natürlich gibt es auch da immer wieder Unterschiede im Anlaufverhalten, dass ich das auch mal wieder anders sehen möchte. Aber die Jungs wissen, in der Regel gibt es dann einen Hinweis von draußen oder eine Trainingseinheit noch und dann ist das schon wieder da. Die Jungs untereinander haben sich gut verstanden in der Vergangenheit und deshalb ist es auch eine Freude, dass die jetzt wieder zusammenarbeiten dürfen. Das ist
glaube ich, was intern dann passiert, dass die Jungs einfach auch Bock aufeinander haben und ich als Trainer oder wir als Trainerteam dann wissen, wenn wir bestimmte Dinge abverlangen, dann machen sie das auch. Und sie haben eine Leistungsbereitschaft gezeigt in den letzten ein, zwei Jahren auch, wo ich sage, darauf ist Verlass. Und jetzt wird es einfach darum gehen, dass wir das wieder bis in 2 Wochen hinbekommen, dass wir dann wirklich topfit an den Start gehen können und wieder diese Einheit darstellen, wie wir es zuletzt getan haben. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Kern der Mannschaft erhalten bleibt. Allerdings gab es natürlich bereits ein paar Spieler, die SVE verlassen haben. Andere haben sich der SVE angeschlossen. Welchen Eindruck haben die neuen Spieler, natürlich inklusive der Spieler aus der Jugend, bisher auf dich gemacht? Und welche Erwartungen hast du in diese Spieler für die komplette Saison? Ja, es sind bestimmt unterschiedliche Voraussetzungen. Die Jungs, die aus der Jugend gekommen sind, auch Daniel Panchenko haben wir jetzt im Training dabei gehabt die ganze Zeit. Die haben sicherlich andere Ambitionen als Marcel Correa, der sicherlich als erfahrener Spieler auch die Idee hat, sofort zu spielen und der Mannschaft dann auch ein bisschen was mitgeben möchte. Ja, wir haben mit Tobi Missner, mit Yannick eben auch Jungs, die schon Dampf machen, die von hinten den Etablierten auch Druck machen wollen und dementsprechend auch um ihren Platz kämpfen. Carlo sehe ich nicht ganz als Neuverpflichtung. Tore haben wir jetzt nochmal geholt, wo wir einfach sagen, wir brauchen einen ausgeglichenen Kader, dass wir Verletzungen oder auch Formschwankungen, Sperren ausgleichen können. Wir sind mehr gefordert in der dritten Liga und brauchen deshalb auch noch einen ausgeglicheneren Kader als vielleicht in der vierten Liga. So sind die Jungs, die neu dazugekommen sind, zu bewerten, Stand jetzt. Viel mehr will ich nicht dazu sagen, weil alle noch um ihre Plätze kämpfen und ich natürlich auch jetzt noch nicht weiß, wie es in 2 Wochen aussehen wird, wer da am Start sein wird, wer zu Beginn auf dem Feld stehen wird. Aber auch da ist es oft, wird das sehr hochgehangen, wer spielt denn im ersten Spiel, und kann sein, dass im zweiten, dritten Spiel schon wieder andere Jungs spielen, die einfach dann einfach auch gezeigt haben, dass sie dranbleiben, dass sie spielen wollen. Und wir werden wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr viele Spieler einsetzen und alle sollen ihren Wert auch wissen und dementsprechend zählt am Ende der komplette Kader wieder. Dann vielen Dank, Kurs, und ein erfolgreiches Trainingslager. Dankeschön.